Für Thomas Bernhard war alles lächerlich angesichts des Todes. Woody Allen hat keine Angst vor dem Tod, will aber nicht dabei sein, wenn er kommt. Es ist schon ein besonderer Ort, den sich die Künstlergruppe Art Event in diesem Jahr auserkoren hat. Die Idee der zurzeit neuen Künstler ist es, einmal im Jahr gemeinsam mit Gästen, ortsgebunden und zeitlich begrenzt zu arbeiten. Diesmal in und um die alte Kapelle auf dem Wilmersdorfer Waldfriedhof in Güterfelde, die seit 1990 nicht mehr genutzt wird. Die Künstler wollen natürlich eine Öffentlichkeit erreichen. Sie wollen den Fokus der Öffentlichkeit auf etwas lenken, in dem Falle die Kapelle, die immer versteckt ist hinter den Toren, wo man vorbeifährt. Also jeder, der morgens zur Arbeit fährt nach Potsdam, der benutzt den Weg. Und vielen ist überhaupt nicht bewusst, welches Kleinod, welcher schöne Garten mit der Kapelle sich hier wirklich versteckt. Die Künstlergruppe Art Event hat für ihre 18. Ausstellung, die sie seit 2000 jährlich organisiert, einen ganz besonderen Ort ausgesucht, der dem Ende des Lebens gewidmet ist. Next Level ist der Titel der diesjährigen Ausstellung. Einerseits geht es um die Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit, andererseits spielt er auf den Aufzug an, der die Särge von der Leichenhalle im Keller zur Aussegnung in den Kirchenraum hob. Es ist doch so, dass diese Kirche, die jetzt seit 28 Jahren nicht mehr betretbar war, und auch nicht benutzt wurde, dass sie einfach auch mit sich für sich schon gesprochen hat, während man hier drin gearbeitet hat und aufgebaut hat. Ob es mit einem Nutzungsvertrag klappt, stand lange in den Sternen. Der Förderverein Hans Altmann e.V., der um den Erhalt des Ortes kämpft, schaffte es aber zum guten Schluss doch noch mit einer Ausnahmegenehmigung. Der Verein heißt so, weil der Schöpfer dieses gesamten Geländes und der Aufbauten Hans Altmann ist. Und ich freue mich ganz, 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 ganz doll, dass das Art Event die Kapelle auch so liebt wie wir und wir gemeinsam mit dem Eigentümer, dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, hier das geschafft haben, dass die Kapelle besichtigungsfrei gegeben wurde. Was hell ist, wird dunkel und was dunkel war, wird hell. Und Tod und Leben sind auch komplementär. Und das hat mich auf die Idee gebracht, also negative oder Nachbilder zu machen. Es ging mir einfach so, dass ich dachte, wie möchte ich eigentlich gerne aus dem Leben schreiten? Und ich dachte, diese Rauchringe, die durch eine Speedline gezogen werden und sich dann auflösen, wäre eigentlich eine schöne Situation, hier eben so aus dem Leben zu gehen. Jetzt sehen Sie eine subtile Welt, eine Welt vielleicht der Zukunft, eine Siedlung, eine Bauweise, eine Wohnsiedlung, wo die Menschen in Behausungen leben, die sich innerhalb 2-3 Minuten auflösen, weil das ist Gelatine. Wenn man die Gelatine in Häuser legt, lösen sie sich auf und das ist einfach das Next Level vielleicht, dass wir nicht mehr Plastik benutzen, kein Stein und kein Holz, sondern Materialien, die sich auflösen, einfach verschwinden im Wasser. Den Ort des Todes mit Leben füllen. Das ist ein Anliegen des diesjährigen Art Event. Und nach den vielen Eindrücken in der Kapelle ist es schön, draußen noch ein bisschen den Tag zu genießen. Frauke Schmidt-Heilig ist zufrieden. Vor allem die Freude darüber, in die Kapelle hineinzukommen. Sowohl in die Kapelle hier oben als in den Leichenkeller unten. Also es ist wirklich das gelungen, was wir wollten, den Raum zu öffnen und zu zeigen. Das war uns ganz wichtig. Aber einen Wunsch hat sie noch für die Zukunft. Dieser Ort muss bitte öfter öffentlich sein. Also das wäre von unserer Seite ein großes Anliegen. Wer Grenzen überschreiten, sehen möchte, wie die Künstler ihre Ideen umgesetzt haben oder auch einfach mal in der Kapelle stehen und seinen Gedanken nachhängen möchte, der kann das noch bis zum 10. Juni, freitags bis sonntags zwischen 15 und 19 Uhr tun. Danach ist die Kapelle wieder geschlossen.